Guten Morgen. Es ist recht früh, zumindest wenn ihr live schaut. Ich begrüße euch. Das ist mein Schlückchen. Ah, noch ist er warm. Wir haben sehr viel Zeit heute. Könnte sein, dass es kalt wird. Ihr habt die Möglichkeit, gerne zwischendurch aufzustehen, euch Getränke zu holen oder sowas, denn wir gucken uns gleich ein paar Spiele an. Vielleicht sogar mehr als eins. Denn es gibt, wir haben ja so eine Kooperation mit GOG. Gucken gerne mal bei denen rein. Und die haben in den letzten Wochen da zwei Spiele gehabt, die bei denen auf der Top-Liste waren. Als beliebteste Spiele. Und eins davon nannte sich Dawn of Man. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gespielt hattet. Wenn nicht, dann guckt mal rein, weil es ist gar nicht so schlecht. Es ist von, die nennen sich Madruga Entertainment. Und wobei, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Entertainment, gucke ich noch mal nach. Madruga Works heißen die. Und vielleicht kennt ihr ja deren letztes Spiel. Eins haben sie nämlich schon gemacht und das nennt sich Planet Base. Das habe ich vor circa 2 oder 3 Jahren habe ich da mal reingeguckt. Das sieht so aus. Ne, das seid ihr. So sieht das aus. Und das war richtig gut. Es war nur damals in einer Early Access oder Beta oder Alpha, keine Ahnung, wo da. Auf jeden Fall war das noch nicht fertig und deswegen habe ich das nicht lange gespielt und dennoch irgendwann aus den Augen verloren und das war ein ziemlich gutes Ding. Nee. Ihr baut auf dem Planeten die Basis auf, das Energiemanagen, wie ihr hier seht, und manchmal kommen dann auch so Asteroiden an und so, es gab coole Bedrohungen und man muss natürlich seine Leute am Leben halten. Und das neue Spiel von denen ist ein bisschen ähnlich. Im Grunde ist es eine Mischung aus dem hier, Planet Base. Und kennt ihr noch Banished? Banished ist ja auch so ein relativ ruhiges Stadtaufbauspielchen. So ganz entfernt an Siedler angelegt, aber doch eher primär denn den Fokus auf Survival. Und kommen wir nochmal zurück. Hey, da seid ihr. Lass uns mal Dawn of Man spielen. Zack. Los geht's. Ich starte das Spiel. Begrüße Viona Schmidt, René Bemsun, Krabus. Digga MC Cremario World Gesichtskuchen. Hühner Paul. Und Free Viper. Ihr lauft da gerade einmal durch über den Chat. Ich schaue da gerne immer mal wieder rein. Und hier schauen wir doch gerne mal whoop, ins Spielchen rein. Da sind wir. Weiß gar nicht. Braucht ihr mich? Braucht mich doch gar nicht, oder? Neues Spiel. Und fängt das jetzt von vorne an oder lädt er jetzt mein? Ich habe ja das schon gespielt. Hoffentlich fängt er von vorne an. Naja, ich meine, was soll ich da zum Hauptmenü sagen? Ne, ihr könnt ein neues Spiel machen, aber ihr solltet auf jeden Fall das Tutorial. Oh shit, legt er sofort los oder was? Mist. Okay, da muss ich wieder raus. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass er sofort loslegt. Das habe ich schon gespielt, das Tutorial. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, weil das hat 1, 2 Kniffe, die solltet ihr kennen. So sieht das Ganze aus. Aber wir starten mal ein richtiges Spiel. Nicht ein Tutorial. Zum Glück geht das recht fix. Zack, hier. Siedlungsname lassen wir. Ja, danke, Jörg. Jörg verlässt uns aus der Regie. Schreibt bitte im Chat, wenn ich irgendwelche Knöpfe nicht gedrückt habe, die ich hätte drücken müssen. Seetal, Spielmodus normal. Und starten das Ganze mal. Und es ist wirklich ein sehr ruhiges Spiel. Ein sehr langsames Spiel. Ich habe noch nicht allzu weit gespielt. Ich bin noch kein Experte, das muss ich zugeben. Aber vielleicht helft ihr mir ein bisschen dabei. Guck mal, wir sind hier direkt an so einem See. Und das ist unsere Siedlung. Hier sind wir unsere Leute. Und das Ganze ist natürlich prähistorisch. Dawn of Man, vom Namen her schon relativ klar. Wir spielen in der Steinzeit. Und das Ganze wird sich fortentwickeln bis hin zur Eisenzeit. Warte mal, vielleicht kann ich euch ja sogar mal den Forschungsbaum. Wo war der Forschungsbaum? Finde ich gleich wieder. Ich muss erst noch mal kurz wieder reinkommen. Aber vielleicht sollten wir uns erstmal um die Grundsachen kümmern. Grundbedürfnisse, bevor ich euch. Guck mal hier, Kinder sind auch dabei. Die Leute sind noch mit Stöcken ausgerüstet. Ja, mehr haben wir nicht. Wir haben nur Stöcke. Und als erstes sollten wir uns mal um die Grundbedürfnisse kümmern. Zelte haben wir schon 2. Viel können wir am Anfang noch nicht bauen. Lagerzelt bauen wir noch nicht. Holzhaufen haben wir, Steinhaufen haben wir noch nicht. Das hier ist der Holzhaufen. Mach mal hier einen Steinhaufen hin, bitte. Jetzt geht, ja, hier so zentral.
Dann müssen wir ein paar Arbeitsplätze festlegen und zwar Stöcke sammeln. Wir sehen, hier sind ein paar Stöcke. Hier könnten wir einen Bereich definieren. Wir gucken aber nochmal, ob wir einen besseren finden. Oh, hier sind noch mehr. Seht ihr das, diese ganzen kleinen Pfeile? Das ist gut. Das ist sehr. Oh, hier sind ja überall Steine. Lass uns das mal direkt hier. Wir nehmen die Steine hier vorne. Nehmen einfach hier das Gebiet. Zack. Dann haben wir noch Feuerstein holen. Da müssen wir auch ein kleines Gebiet. Hier sind Feuersteine. Bleiben wir direkt. Wunderbar. Was fehlt noch? Arbeitsgebiet technisch. Jagen, genau. Essen, gleich haben wir es. Das sind dann die Grunddinger. Wo sind Tiere, die vielleicht nicht allzu gefährlich sind? Am Anfang ist es tatsächlich so, dass man sich vielleicht... Ja, machen wir mal hier, ne? Jag mal hier. Vielleicht eher an kranke oder junge Tiere ranwagt, nicht an die erwachsenen, gefährlichen... Entschuldigung. Guck mal, lass mal hier fischen. Hier ist zum Beispiel ein Wildschwein, ein junges Männchen. Stapf den Hügel runter, was haben wir noch? Hier zum Beispiel ein Wildschwein, ein erwachsenes Weibchen. Ein Wildschwein, hier haben wir was anderes, das sieht aus wie ein Höhlenbär, ja da. Höhlenbär. Himbeeren, ja, Beeren haben wir auch, es fehlt noch ein kleines bisschen was. Hier, wilde Pflanzen sammeln und ernten. Lass mal noch so ein paar Beeren mitnehmen, wo sind die meisten? Da wo, auch hier, hier eigentlich. Zack, machen wir das so. Okay, jetzt müssen wir schauen. Kleine Übersicht kriegen hier. Ne, das ist alles in Ordnung. Später können wir auch noch Tiere domestizieren und solche Geschichten. Zu Beginn sind wir nur 7 Leute. 2 sind noch hier bei uns. Zu Hause, in der Base. Wo sind die anderen? Sind die schon? Ja, die sind schon am Sammeln. Seht ihr hier, das funktioniert. Da ist Markal, ein erwachsener Mann. Bring die Stöcker. Es können nicht allzu viele Sachen gelagert werden, weil sie verderben. Ich denke, mit Stöckern wird das nicht der Fall sein. Aber es ist natürlich wieder so ein Ding, dass wir versuchen, durch den Winter zu kommen und vor den Tieren zu überleben. Dann gucken wir mal, die Arbeitsplätze haben wir alle. Stein holen, wilde Pflanzen sammeln. Warte mal, Stein holen. Machen wir mal so. Alles klar. Ein bisschen wenig Leute haben wir. Aber macht nichts. So, wir müssen jetzt noch, wenn wir hier bei Verwalten sind, wir können ja einmal durchgehen. Hier steht noch nicht allzu viel, aber hier kriegt ihr ein paar Informationen. Wer ist wer? Welche Tiere haben wir? Transportmittel gibt es dann später auch noch. Hier wurde gejagt. Schaut mal, da wird schon ein Riesenstück mega gutes Fleisch nach Hause gebracht. Wo bringt er das hin? Der Korgor, erwachsener Mann, seinem Riesensteak. Natürlich nach Hause, würde ich genauso machen. Legt er da hin. Wir haben die Ursicht. Da seht ihr farblich markiert nochmal die einzelnen Ressourcen. Tiere auch dabei. Was ist da hinten los? Was macht ihr denn da? Ihr jagt aber weit. Wir jagen gerade hier den... Ein erwachsenes Wildschweinweibchen. So weit jagt ihr das? Okay. Ist aber ganz schön weit. Na gut. So, irgendwo konnte man noch einstellen. Ach ja, hier ist die Spielgeschwindigkeit. Die ist momentan jetzt auf 2-fach. Bis auf 8-fach geht das hoch. Das benutzt man auch häufig. Ich versuche da jetzt am Anfang mal kurz drauf zu verzichten. Produktionstechnisch brauchen wir den Handwerksschuppen, haben wir schon. Der ist hier. Ein Gebäude können wir noch bauen, das wir noch nicht haben. Und das ist der Häutetrockner. So, das machen wir auch noch mal. Ein Häutetrockner. Wollen wir den hier so? Wir können mit, wo war das? Ich glaube C und da unten steht es auch C und Z. Können wir drehen? Machen wir mal so, ja?
Oder? Nee. Kann man nicht entscheiden. Komm, wir knallen den hier hin. Vielleicht stelle ich da gleich noch einen zweiten neben, weil die heute, die brauchen wir relativ häufig. Zum Beispiel diese Häuser hier, die gehen auch ein bisschen kaputt. Ihr seht, da hat es schon einen Millimeter verloren vom Zustand. Und dann müsst ihr dann wieder das Ganze ein bisschen renovieren. Das machen die von alleine, aber da brauchen sie zum Beispiel die Häute für. So. Jetzt haben wir hier unten, ein Wildschwein ist geflohen. Jetzt haben sie es die ganze Zeit gejagt und haben es dann doch nicht gekriegt. Okay. Das sieht eigentlich relativ gut aus. Mach mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch. Ich habe euch ja vorgewarnt, das ist ein sehr gemütliches und ruhiges Spiel. Und mit 7 Leuten am Anfang kommt man da noch nicht weit. Wir bräuchten vielleicht auch mal eine neue Hütte. Können wir auch gerne jetzt schon platzieren eigentlich. Machen wir das mal. Noch ein Wohnhaus. Das drehen wir so, oder? Okay, wunderbar. So, jetzt gucken wir dem Ganzen mal ein bisschen zu. Das Haus wird noch gebaut. Und alles, was wir tun, sammelt Forschungspunkte. Ja, also wenn wir 10 Bären gesammelt haben oder 10 Bären getötet haben, dann kriegen wir einen Forschungspunkt. Wo ist denn nochmal dieser Forschungskram? Oder kommt das noch? Ja, wir warten erstmal, bis das Haus gebaut wird. Brauchen wir noch 2 getrocknete Gehäute für. 2 hängen hier schon und ihr könnt auch beobachten, wann die fertig getrocknet sind. Ich glaube, ein Gerberhaus gibt es dann auch noch, um die weiter zu verarbeiten. Aber wir sind ganz am Anfang und gucken den jetzt nochmal zu. Ihr seht jetzt links unten, was ich euch erzählt hatte. Wir haben 10 Stöcke gesammelt. Okay, wenn ich da draufklicke, springt er hier ins Kanopi. Aber das hat uns jetzt einen Forschungspunkt gegeben. So. Bei 5 Punkten können wir... Oh, alter Schwede, ist der groß. Lass dich anklicken. Der Riesenhirsch. Erwachsenes Männchen. Hat hier auch die Needs. Könnt ihr dann natürlich ein bisschen gucken, wann geht der wieder an die Wasserstelle. Hier sehen wir dann natürlich auch schon die Ressourcen, die wir später brauchen werden. Da können wir jetzt noch nichts mit anfangen. Das Eisenerz ist klar. Mal hier ein wilder Esel. Trinkt direkt neben dem Mufflon. Neben dem Wildschwein. Seht ihr, wie das früher war? Alles besser. Da haben die Tiere nebeneinander getrunken. Da gab's... Oh, eine ganze Familie hier. Ist gut, ne? Die müssen wir essen später, wahrscheinlich. So. Wo ist unsere... Da. Unser Haus wird fertig gebaut. 3 Leute passen rein in diese Anfangshütten. Später können wir auch bessere Hütten bauen. Ihr seht das hier schon. Dann kommt danach, nach dem Zelt... Ah, was war das denn? Habt ihr das gesehen? Ein Höhlenlöwe war da drin. Upp, okay. Okay. Ja, später gibt es dann größere Häuser, ne? Die sind dann besser. Die Hütte, die Ställe oder das Gemeinschaftshaus. Aber ihr seht, das, da benötigen wir schon Maurerarbeiten für. Wildes Pferd ist geflohen. Wir sind nicht so erfolgreich mit dem Jagen. Wir haben alle Gebäude, die wir brauchen. Ihr seht, was noch kommt. Ein Nahrungstrockner, ein Weber, eine Wassermühle, Brauerei, Werkstatt, Gerber, ne? Ofen und so Sachen. Spirituell könnten wir auch schon den Totenkopfpfahl eigentlich mal platzieren. Das machen wir mal. Das macht die Leute glücklich. Das drehen wir hier relativ zentral. Wo stellen wir den hin? Wollen wir den direkt hier so hinmachen? Der Totenkopfpfahl. Ins Zentrum. Ja, wir spielen immer noch mit doppelter Geschwindigkeit. Und ich weiß nicht, ob ich das... Haben manche Spiele so. Tropico ist auch so eins. Viele Teile von Tropico, fast alle. Da spiele ich im Grunde immer nur auf höchster Spielgeschwindigkeit. Und ich frage mich dann, ist das gutes Spieldesign, wenn die optimale Geschwindigkeit eine schnellere ist als die normale? Ich würde jetzt eigentlich bevorzugen, immer mal nur so sporadisch mal vorzuspulen für ein paar Momente. Aber es gibt so Spiele, die laufen per se einfach zu langsam. Und das Dawn of Man ist auch so eins. Lecker Kaffee. So.
Aber was haltet ihr davon? Kostet 20 Euro, das stimmt. Ich glaube sogar ein bisschen mehr, 25 Euro bei GOG. Dawn of Man heißt das Ganze. Und ich frage mich jetzt gerade, wo habe ich denn den Tech Tree? Wieso finde ich den denn gerade nicht mehr? Aufgaben, Schaubilder, Limits, Ressourcen, Meilensteine, domestizierte Tiere, da sind sie. F7 war das, genau. Guck mal, das ist der Tech Tree. Und da sehen wir schon, bis in die Eisenzeit. 5 Punkte kosten hier die Technologien, 15 dann hier. Es wird wahrscheinlich immer teurer, hier war ich noch gar nicht. Und da stell dir Getreidedomestizierung, Schweinedomestizierung, Fruchtbaumdomestizierung, Schwertherstellung, Mauerarbeit, also Maurerarbeit, Bronzeschmelzen, Kupferschmelzen, Eisenschmelzen, Stahlherstellung, Backen, Pfahlherstellung. Wir müssen erstmal den Pfahl erforschen. Schlittenherstellung. Getreide, Bogenschießen. Und ich finde ganz interessant, dass man diese Punkte halt durch Spielen bekommt, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ihr einfach ein Forschungsgebäude errichtet. Da drinnen sitzt dann irgendwie so ein Steinzeitmensch und forscht und kommt irgendwann mit einer Idee raus. Nee, das ist, ihr macht den ganzen Kram und je länger ihr das macht, umso mehr Forschungspunkte kriegt ihr dann irgendwann, ne? Ist gar nicht so schlecht. Erstes Tier gejagt. Mufflon. Plus 1 Wissen. Das sieht man denn auch. Warte mal, ich zeige euch noch mal so eine andere Übersicht. Okay, das brauchen wir noch nicht. Das ist für unsere Verteidigung. Später ist das Spiel denn tatsächlich auch so, dass wir uns hinter Mauern verstecken, was ich immer sehr gut finde. Und hier unten seht ihr, dass jetzt langsam immer wieder so die Sachen reinpoppen, weil wir die ein oder anderen Dinge jetzt zum ersten Mal so machen. Geiler Graf. Die Limits. Ah ja. Da suche ich eigentlich noch einen anderen Bildschirm. Nee, den hier nicht. Den hier auch nicht. Ich zeige es euch aber alle einmal durch. Hier haben wir dann später die Tiere. Naja, also was man hier dann machen kann, ist klar die Limits einstellen und so weiter, ne? Dass wir dann sagen können, wie viel maximal davon gemacht werden soll. Hier haben wir ein paar Meilensteine. Sammle 3 Einheiten rohes Fleisch und 3 Einheiten Bären. Das ist Jagen und Sammeln. Schalte das mesolithische Zeitalter frei. Oder überlebe 2 Jahre, erreiche 20 Einwohner in deiner Siedlung. Das sind so ein paar Meilensteine, alles klar. Erreiche 100 Einwohner, wie die Pferde hier durchdüsen. Seht ihr das gerade? Die klippen gerne ineinander. Das ist hier in der Version des Spiels noch der Fall. Die Kinder spielen, die Leute angeln. Also hier ist der beste Angelplatz überhaupt bei den Löwen. Und wo ist denn der Sound eigentlich? Habt ihr Musik da draußen oder ist das Spiel jetzt gerade so ruhig? Das ist mega leise, ne? Ja, so ist das. Kann ich nichts dran ändern. Hm, wo waren wir gerade? Bei der Hilfe waren wir nicht. Ich glaube, wir haben schon alles durchgeklickt gehabt, ne? Oh, guck mal, die sind alle unproduktiv. Was soll das denn? Ich suche auch irgendwo noch einen Bildschirm. Ach so, ne, es ist in den Gebäuden selber, ne? Nee. Das ist zum Beispiel auch gar nicht so unwichtig. Wir sind hier im Handwerksschuppen und wir können hier einstellen, was produziert werden soll. Wir sehen das Hautoutfit, momentan der letzte Schrei. Sag mal, habe ich die Musik ausgemacht oder was? Ich kann hier auch nicht in die Optionen gehen. Nee, habe ich nicht. Wahrscheinlich ist hier gerade einfach eine ruhige Stelle. Wo war ich? Hier, da war ich. Das Hautoutfit. Das stellen die jetzt kontinuierlich her. Mit so einem Rechtsklick da drauf. Seht ihr hier, stelle ich das aus. Stelle ich das ein. Und den brauchen wir natürlich ein paar. Frage mich gerade, ob wir das auch mit dem Holzspeer und der Holzharpune machen sollten. Oder dem Faustkeil. Machen wir das einfach mal. Dann haben die was zu tun. Und ihr könnt ihn immer schön zuschauen, ne? Ihr seht, da wurde gerade noch eine Haut hingetragen. Wir haben 16 Grad Celsius, 15 Grad Celsius und der Herbst ist fast vorbei. Nach dem Herbst, wisst ihr, was da kommt? Hallo.
suche die ganze Zeit einen Bildschirm, wo ich nochmal einstelle. Nesus 1990 sagt, er ist negativ begeistert. Ja, das mag vielleicht sein, dass das nicht so spannend aussieht. Aber es ist, ich wollte euch das trotzdem nicht vorenthalten. Es ist ja nicht ohne Grund als beliebtestes Spiel vor ein, zwei Wochen gewesen bei GOG.com. Und da finde ich, da kann man dann mal reingucken, weil vielleicht ist da ja was dran, vielleicht ist da was für euch bei. Ich will das auch gar nicht allzu lange spielen. Ich wollte euch nur den Anfang einmal zeigen, worum es geht. Ich spiele noch ein bisschen weiter. Jetzt ist Herbst, sagt Viona Schmidt. Genau, das seht ihr hier, wenn das denn durchläuft, ne? Können wir vielleicht schon mal was forschen? Das war F7. Wir haben jetzt nämlich schon 10 Punkte. Und da habt ihr die freie Wahl. Was machen wir denn? Was nehmen wir zum... Also wir können den Gerber... Das Nahrungstrocknen ist gar nicht schlecht. Für den Winter würde ich vorschlagen, machen wir als erstes. Und machen wir das mal. Nahrungstrocknen ist erforscht. Und wir nehmen das hier. Die Knochenwerkzeuge. Die führen dann nämlich zu den Kompositwerkzeugen. Und die Knochenwerkzeuge können wir denn gleich hier mal... Die Knochenharpune ist wahrscheinlich eine bessere Holzharpune, oder? Also ihr seht da, die Sternchen geben ja so ein bisschen an. Mit der Knochenharpune kann man doppelt so gut fischen. Deswegen stelle ich die Holzharpune jetzt aus. Wir gehen auf Knochen. Und von Holzspeer zum Knochenspeer. Der ist doch auch doppelt so gut. Die bauen das jetzt hier drin. Wunderbar. Ein Gebäude haben wir gerade erforscht. Das war... bei Produktion zu finden, und zwar der Nahrungstrockner. Braucht 10 Stöcker, ein paar haben wir hier schon liegen, wie ihr hier seht. Das sollte klappen. Nahrungstrockner ist einfach so ein Gerüst, an dem wir das Fleisch aufhängen. Und das machen wir doch. Machen das hier so alles zentral. Nahrungstrocknung findet hier statt. Und ich würde vielleicht sogar hier neben noch den Heutetrockner... Machen wir zwei von. Haben wir zwei heute Trockner. Wie sieht's aus? Das Lahme schon Lagerzelt? Wir haben kein Lagerzelt. Das bauen wir dann auch. Ich warte kurz, bis die fertig sind. Wobei, wir können es auch jetzt schon platzieren. Machen wir das mal. Das sieht genauso aus. Ein bisschen größer. Schade, dass man die nicht so diagonal platzieren kann. Aber was haltet ihr davon? Wo machen wir das Lager hin? Das Lagerzelt hier. Ja? Wunderbar. Wir haben kein Brennmaterial. Wieso das denn nicht? Aber es läuft doch alles, oder? Ja. Ihr seht, wie die Leute ein- und ausschwirren. Immer was holen. Oh, da hinten, was ist das denn? Eine Auerochse. Die sind aber groß. Ja, das fehlt mir dann natürlich noch so ein bisschen, dass die Tiere sich ein bisschen realistischer verhalten, dass es Spaß macht, denen zuzugucken. Hier sieht man, dass da wirklich nicht viel hinter ist, einfach nur so eine Wegfindung, die, seht ihr, zack, immer automatisch laufen alle gleichzeitig zum gleichen Punkt, klippen durcheinander. Viel mehr natürliches Verhalten ist da leider noch nicht drin. Naja gut, guck mal, die hocken sich da schon hin und ziehen hier so durch. Immerhin, ne? So, oh, was haben wir denn hier? Kupfererz. Ich brauche Fleisch, wird im Chat gesagt von Viona. Ja, nee, hier haben wir Fleisch. Hängt schon, siehst du? Später kommen Räuber. Hm, genau, andere Tribes kommen und wollen Sachen von euch ausleihen. Der Winter kommt auch bald, da ist er schon. Ich finde die realistischen Sounds richtig gut, sagt Screechalt. Ich höre leider gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt da noch was Audiomäßiges bekommt. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das so ein ruhiges Spiel ist, als ich das ausprobiert hatte. Hier warten wir noch ein bisschen auf Stöcker. Da sollten wir einmal vielleicht überprüfen, wie sieht es denn bei unserem Stöckersammeln aus. Wir hatten ja
irgendwo einen Ort definiert. Wir machen immer neu, wir machen immer hier hin. Dichter dran, glaube ich, als hier. Naja, eigentlich fast gleich dran. Aber gut, hier wird gesammelt. Ihr seht das an den Symbolen. Wir haben nur relativ wenig Leute, deswegen geht das am Anfang noch sehr träge vonstatten. Hier sind die Steine. Keine Lagerplätze mehr frei. Deswegen bauen wir ja das Lagerzelt. Aber wir brauchen noch viel mehr Stöcker. Da müssen wir jetzt drauf warten. Und das ist ein Moment, wo ich nochmal die Geschwindigkeit hochsetzen kann auf 8. Ich höre ein leichtes Trommeln. Ah ja, erstmal wird das Ding gebaut. Das haben wir vorher platziert. Die werden nacheinander konstruiert, ist mir aufgefallen. Je nachdem, wie man die, in welcher Reihenfolge man die aufstellt. Und ja, der Heute-Trockner steht auch. Bisschen spät fürs Lagerzelt, ne? Aber gut. Noch 4 Stöcker, dann läuft das. Da kommt wieder ein Stock. Noch 3. Wie geht's den Leuten? Ganz gut, ne? Und jetzt wird das Lagerzelt aufgebaut. Gerade noch rechtzeitig. Achtfache Geschwindigkeit kann man sich dran gewöhnen, ne? Weil es passiert ja zwischendurch nicht viel. Ich muss echt zugeben, dass ich nicht weiß, wie es im Endgame aussieht. Das Endgame habe ich noch nicht gesehen. Was aber am Ende auch daran liegt, dass ich... Also das Spiel ist schon ganz cool, aber es ist jetzt nicht cool genug, als dass jetzt das mein neues Superspiel wäre. Ich habe einmal kurz reingeguckt, finde es ganz lustig, dachte, ich zeige es euch mal. Scheinen ja auch viele andere interessant zu finden, deswegen war es ja auch relativ weit oben, also ganz oben. In der Liste der beliebtesten Spiele vor 1-2 Wochen. Und wir haben neue Leute, die der Siedlung beigetreten sind. Jetzt sind wir auf immer 9. Und da wir nur 3 Hütten haben, ist das ziemlich knapp. Müsste eigentlich genau passen. Ja, hier steht es auch. Bevölkerung 9, Kapazität 9. Der Winter ist schon vorbei, ne? Das war's schon mit dem Winter. So. Können wir ein neues Haus gebrauchen, ja? Wollen wir mal nochmal ein Zelt bauen? Und dann gucken wir nochmal einen Forschungsbaum. Guck mal, die Zeit ist jetzt wieder angehalten. War echt das? Oh, es gewittert. Kommt ein Sturm. Da geht nicht, man kann nur so zur Seite. Ja, dann baut noch mal so ein Häuschen. Genug Ressourcen solltet ihr haben. Wir brauchen nur 2 Felle und ein paar Stöcker. Oha, da schlägt der Blitz ein. Wobei das, wenn man so in die Ferne schaut, das sieht ja wiederum ganz gut aus, ne? Aber ansonsten muss man sagen, da könnte noch ein bisschen Arbeit reinkommen, vor allem ins Grafische. Wir haben hier diese Bodentextur, die relativ flach ist. Sowas reißt mich persönlich immer raus, wenn wir da keine kleinen Details haben, ein paar Steinchen oder Pflanzen, die wenigstens noch so ein bisschen rausragen und den flachen Boden kaschieren. Aber klar, wir sind hier in der frühen Phase des Spiels. Nur, ist halt schon eine interessante... Das ist eine Nummer dann, ja. Müsst ihr für euch selber entscheiden. Mache ich auch für mich. Ist es jetzt grafisch opulent genug? Ist es schon weit genug fortgeschritten in der Entwicklung? Man kann es ja zumindest schon spielen. Aber nur weil heutzutage alles schon im Early Access verfügbar ist, muss man das nicht alles spielen. Das ist eher so meine Meinung. Deswegen wollte ich euch das einmal zeigen, damit ihr entscheiden könnt. Ihr ist ein bisschen kalt. Die ist unglücklich. Wieso? Wegen der Temperatur. Aber das ist doch alles super hier. Wir haben Frühling. Da werden die langsamer und sind dann nicht mehr so produktiv. Dieser Mensch hat geringe Werte und wird Aufgaben mit verringerter Effektivität ausführen. Das ist im Grunde das, was ich gerade gesagt habe. Wird langsam. Gucken wir dir nochmal zu. Ich spule mal ein bisschen hier. Vielleicht kriegen wir das zweite Jahr ja durchgepeitscht. Oder wir wollten noch einmal ganz kurz in den Forschungsbaum gucken. Wir haben nämlich wieder 7 Punkte. Und jetzt könnten wir theoretisch direkt rüber zu Kompositwerkzeugen gehen. Die sind gar nicht so schlecht. Oder
Was auch nicht schlecht ist, ist der Gerber. Vielleicht sollten wir den zuerst mal machen, weil ich glaube, wenn wir den Gerber bauen, können wir bessere Klamotten herstellen. Wir haben ja das Problem, dass der Tante hier kalt ist. Wieso ist die Moral so weit unten? Kein Essen mehr, ne? Schalten hier jetzt mal auf Leder-Outfit. Bauen das neue Gebäude. Der Gerber. Oh ja, aber schaut mal hier, der Gerber, der braucht so einen großen Holzstamm. Den könnten wir vielleicht einmal kurz hier... Da gehen wir in den Wald und... Welchen Baum nehmen wir? Nehmen wir doch direkt den hier vorne. Ach, herrje. Guck mal, den können wir... Da haben wir das ist mir letztes Mal als, auch schon aufgefallen. Der Technologiebaum, da kann man sich auch ein bisschen verzetteln. Ihr habt ja jetzt gesehen, wir haben den erforscht, diesen Gerber. Aber wir können das Ding, was wir erforscht haben, erst bauen, wenn wir diese Kompositwerkzeuge haben. Das heißt, es ist total schwachsinnig, das zuerst zu erforschen, wenn man das gar nicht hat. Ja? Zumindest wirkt das jetzt gerade für mich so. Wer gesehen. Nur mit diesen Werkzeugen können wir die Bäume fällen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder abwarten, 3 Punkte generieren für die Forschung, diese Kompositwerkzeuge freischalten und dann können wir das Ding platzieren. Naja, platzieren können wir es tatsächlich jetzt schon. Nur wird es keiner bauen. So, Gabby Gerbsen, du wohnst. Hier wird gegerbert. Gerb. Und ihr seht, dass die auch jetzt schon diese Knochenwerkzeuge haben, ne? Kann man denn erkennen? So. Mehr können wir nicht bauen. Ich mache mal den Speed ein bisschen hoch. Und wir gucken in den Chat. Ich nehme einen Schluck Kaffee. Wieder ein paar Leute neu dazu gekommen. Hallo Lobos. Samson. Twisted Microwave ist mal wurscht. Ryuki Wami. Tatsu Tones. Alina. CFG. Das ist schon mal schlechtes Design, wird da gesagt. Ja, ja, du meinst diese Forschungsgeschichte, dass man sich da verzetteln kann. Ja, das ist ja nicht optimal. Gibt's Feinde? Fragt Quote. Ja, es gibt Feinde. Zum einen die Tiere. Wundert mich, dass wir noch niemanden verloren haben. Als ich das zuletzt gespielt hatte, kamen ständig irgendwelche Bären und haben meine Leute gefressen. Zoom doch mal ran, dass man richtig nahe Details sehen kann. Ja, ich bin richtig. Das ist das Naheste, was geht. Und ich kann auch nicht hoch und runter, nur nach rechts und links. Ja, also ich kann hier rauszoomen und ich kann so weit reinzoomen und das war's. Also dichter komme ich nicht. Es ist nicht vom Banished-Entwickler, Valfuris, sondern von den Entwicklern von diesem, wie heißt das, Space Base? Was stand da mit Pizza? Sorry, ist schon wieder nach oben weggeflitzt. Warum esse ich keine Pizza während der 3 Stunden Live-Session? Fragt Fav. Aber es ist ja jetzt gerade erst Mittag. Und meine letzte Pizza ist nicht mal 24 Stunden her. Ich hatte eigentlich heute vor, gleich essen zu gehen. Richtig lecker. Aber gut, es könnte ist sehr wahrscheinlich, dass es Pizza wird. Ich weiß nicht, kennt ihr Andronago? Momentan mag ich mega gerne. Ist ja eine Kette. War mir bis vor kurzem auch gar nicht bewusst, bis ich gemerkt habe, dass wir in Hamburg 2 oder 3 Andronagos haben. Aber kann ich mal empfehlen. Ist keine Werbung, sondern einfach nur mega lecker. Ist so ein italienischer Großhandel im Grunde, der nebenbei auch das ganze Essen, was er da verkauft, kocht. Belantor möchte, dass wir die Pizza erforschen in dem Spiel. Das geht leider nicht. Und wir warten hier immer noch, ne, auf das Ding. Haben wir jetzt schon die Forschungspunkte? 6 Stück. Ja, guck mal, dann machen wir das doch. Hier umstellen. Ja, nee, so. Gut, jetzt haben wir das eingestellt. Sind umgestiegen von Knochen auf Feuerstein. Als Basismaterial für unsere Werkzeuge. Für Speere, Äxte und jetzt auch Steinhacken.
Und die Steinhacken machen dann wahrscheinlich möglich, dass da hinten auch noch die Steine jetzt, die großen, geerntet werden. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, hier diese Eiche zu fällen. Und wir haben eigentlich auch hier. Komisch, geht gerade nicht. Macht nichts. Ah. Wenn wir noch ein paar Ressourcen sammeln, setzen wir das mal einfach hier hin. Jetzt was Neues. Bäume fällen kann ich jetzt auch quasi hier so ein ganzes Ding. Sollte ich das machen? Bin mir nicht ganz sicher. Sollte ich das machen? Sollen wir jetzt schon Bäume fällen? Sollen wir mal so einen ganzen... Wir haben ja jetzt neue Leute gekriegt, also lass uns doch... Lass uns hier fällen. Diese Ecke gefallen mir eh die Bäume nicht. Wobei, wir haben natürlich hier einen, der ist... das ist ein Birnenbaum. Kann man halt auch mal die Früchte sammeln, ne? Muss man nicht unbedingt fällen, aber gut, jetzt habe ich das hier. Er legt schon los, den neuen Werkzeugen. Ich komme jetzt nicht so weit runter als das. Doch, hier kriegen wir ihn. Das Ding klein. Zack. So. Und dadurch, dass wir genug Ressourcen haben und eh nichts bauen können, wir schauen nochmal, wir haben jetzt hier, wir brauchen noch Punkte. Und ne, wie ihr hier seht, die werden auch teurer. Später wird das noch langsamer. Also es ist wirklich ein sehr langsames Spiel. Und wir laufen immer noch mit achtfacher Geschwindigkeit hier, ne, damit da wenigstens was passiert. Könnten wir jetzt nämlich eigentlich, was ich wollte, nochmal ein Haus bauen. Wir haben ja die Ressourcen und die Häuser, die kann man immer gerne schon mal im Voraus bauen, habe ich rausgefunden. Bauen wir hier gleich zwei. Gucken, ob das einen krassen Effekt hat. Weil ich habe das Gefühl, es kommen die Leute immer nur... Kommen immer nur so viele Leute, wie ihr auch Platz habt. Guck mal, Bevölkerung erreicht 10. Das gab 3 Wissenspunkte. Das müsste dann doch jetzt wieder was möglich sein. 3 aber zur Auswahl. Entweder hier die Spiritualität. Das, da können wir das Totem bauen. Das ist natürlich interessant, Hundedomestizierung und die Schleudern. Ich muss sagen, vielleicht ist es ganz klug, wenn wir erstmal die Schleudern kurz machen. Habt ihr das gehört? Höhlen, der ist ja der Höhlenbärangriff. Holt ihn euch! Ein erwachsenes Weibchen kämpft, fällt, kämpft gegen ihn. Er ist jetzt ein bisschen verletzt. Nee, gar nicht. Gesundheit 200. Wer ist denn hier verletzt von euch? Wer wurde angegriffen? Er hier. Koruk, der erwachsene Mann, wurde halb totgeschlagen von einem Bären. Holt sich ein neues Outfit, steht hier unten. Und der Bär, der liegt jetzt hier und schläft. Wird geschlachtet. Ihr seht die Ressourcen, die man da bekommt. 3 Häute, 4 Fleisch und 2 Knochen. Und das ist doch gar nicht so schlecht. Wir haben die Schleuderherstellung freigeschaltet. Wir sollten jetzt hier mal reingehen und zack, Schleudern produzieren. Und dieser Bär, da würden wir, hätten wir, wäre das uns am Anfang passiert, mit unseren Holzspeeren und was wir da zur Verteidigung haben, dann wäre wahrscheinlich einer draufgegangen. Jetzt, wo wir schon die Feuersteinwaffen haben, haben wir das geschafft. Dadurch, dass es so dicht an der Basis war, konnten auch schnell die Leute helfen. Das hat natürlich auch dazu beigetragen. Komm, wir müssen wieder Speed machen. Die Häuser sind auch schon gebaut. Forschung bei 6. Wir können dieses Domestizierungsding freischalten. Das haben wir gemacht. Ich glaube, da gibt es kein neues Gebäude jetzt für. Ihr seht, die haben wir schon alle. Aber jetzt tauchen manchmal Hunde auf. Seht ihr irgendwo einen? Ich glaube, das passiert von alleine. So war es zumindest, als ich das ausprobiert hatte. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo einen Hund sehen. Doch ein bisschen größer die Karte, wenn ihr das mal so seht, ne? Wenn wir in die Richtung gehen. Die Ressourcen bauen wir ja auch ein bisschen ab, ne? Ist klar, also hier sehen wir jetzt Roggen nochmal, den haben wir noch gar nicht gesehen.
Hier ist ein Bärenbusch. Ja, aber wenn wir dann irgendwann da hinten alles abgebaut haben, dann müssen wir vielleicht ein bisschen weiter wandern. So, wo wohnen wir denn jetzt nochmal? Gut, ne? Und es wird schon wieder ein bisschen düster. Der Winter hat begonnen. Ein Händler ist angekommen. Das ist gar nicht so unwichtig. Das stellen wir mal ganz kurz auf normale Geschwindigkeit. Den können wir nämlich anklicken und können wir mal schauen. So habe ich das denn zum Beispiel geregelt. Das erste Mal fällt mir nämlich ein, hatte ich den gleichen Fehler im Technologieraum gemacht. Habe ich mir so einen Holzscheit denn hier gekauft. Das kann man tauschen ganz einfach. Da klickt ihr hier rauf, dann, na, ist klar, und er bietet eben was an. Aber ich will gar nichts haben von ihm. Wir haben den Kram. Seht ihr hier unten? Wir sind voll. Na, Fleisch könnten wir gebrauchen. Aber können wir auch einfach angeln. Boah, was läuft denn da hinten rum? Seht ihr den? Ist das ein Mammut? Oha, ja, das ist ein dickes Mammut. Wir können mal versuchen, wollen wir mal versuchen, das Mammut zu fangen? So. Die Ursicht soll ich einmal zeigen. Hier seht ihr das auch nochmal. Vorhin schon, schauen wir gerne nochmal rein. Seht ihr die Stöcker und Steine rumliegen, die ihr braucht? So. Einige Bewohner haben keine warme Kleidung. Kommt hier als Meldung. Aber wir stellen ja Kleidung her. Es liegt jetzt momentan nur daran, dass wir anscheinend zu wenig Häute haben. Sehen wir hier das Lederoutfit. Aber das Hautoutfit ist ja sogar besser als das Lederoutfit. Seht ihr das? Es ist wärmer. Deswegen steigen wir jetzt nochmal um. Zurück auf das Hautoutfit. 2 Sterne. Wieso haben wir zu wenig Nahrung? Eigentlich haben wir doch alles eingestellt. Und das ist denn der... Oh, Höhlenlöwe! Achtung! Da kommt er! Und er greift sie an! Blut spritzt! Akkadant ist fast tot. Aber vorher, ja, seht ihr, mit 3 Leuten oder 4 Leuten und unseren aktuellen Waffen ist es kein Problem. Hätte das aber 2, 3, 4 Sekunden länger gedauert, wäre Akkadant tot gewesen. Er hat es gar nicht geschafft. Er ist schon außer Puste. Und sie nehmen das Tier auseinander. Okay. Da kann man auch gefährliche Tiere besser orten, wird gerade noch mal im Chat gesagt. Ja, das stimmt, aber das brauchen wir am Anfang nicht unbedingt. Das Spiel sagt uns ja, wenn wir angegriffen werden. Und so ein riesiges Problem ist das wirklich eigentlich nur in den ersten 5 Minuten. Das Spiel heißt Dawn of Man, wird immer wieder im Chat gefragt. Was ist denn hier jetzt auf Pause bei Ursicht oder was? Ach so, okay. Und wir haben Kapazität 18, Bevölkerung 11. Wir haben aber noch genug Kram, das heißt, wir könnten eigentlich noch mal ein paar Häuser bauen. Das ist gar nicht schlecht, da mal vorzulegen. Und ich mag die Stelle. Hier kann man dann später die Mauern rangziehen. Wut, 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 wut. Und dann fühle ich mich safe. Direkt an dem See ist auch mega gut. So. Und das ist dann jetzt aber auch der Punkt, wo ich, als ich das erste Mal gespielt hatte, es erstmal ausgemacht hatte. Wo ich dann dachte, ja, okay. Und jetzt? Also klar, es gibt noch eine ganze Menge zu erforschen, ne? Aber das dauert denn jetzt hier wieder 15 Punkte, ne? Wo ist denn nochmal? Es gibt einen Bildschirm, den habe ich immer noch nicht. Guck mal, jetzt gab es, weil wir den Winter überlebt haben, wieder einen Punkt. Wo ist... Es gibt so eine Übersicht. Nee, hier, das war die. Was ist mit den Aufgaben? Meilensteine, nein.
Domestizierte Tiere. Es gibt so eine Übersicht, wo... Ja, da ist sie. Die wollte ich euch zeigen. Der Wissensfortschritt. Hier seht ihr nochmal, wann ihr diese Wissenspunkte bekommt. Zum Beispiel, wir haben schon 94 Stöcke gesammelt. Wir haben bei den ersten 10 Stöcken einen Punkt gekriegt und kriegen jetzt beim 100. Stock auch nochmal einen Punkt. Naja, also bei 10 Einheiten und das zweite Mal bei 100. Faustkeil haben wir noch nicht so viele gemacht. Und hier verstecken sich die Forschungspunkte. Bauwerke errichtet, Zelt 6. Lagerzelt 1 von 5. Feuerstelle 1 von 5. Heißt das, ich soll auch 5 Feuerstellen und Handwerksschuppen bauen, um noch einen Punkt zu kriegen? Das ist ja irgendwie komisch. Oder? Brauche ich doch gar nicht. Wieso brauche ich 5 Feuer? Brauche ich das später wirklich? Wenn die Siedlung so groß ist. Auch 5 Lagerzelte. Ja, das kann gut sein. Also, ich habe auch schon mehrere Lagerzelte gebaut. Nahrungstrockner 1 von 5. Hier sieht man das auch, das passiert relativ von alleine, je nachdem, welche Tiere ihr jagt. Ne? Wir haben schon ein paar Höhlenbär gejagt, deswegen ist da der Balken schon ein bisschen fortgeschritten. Ansonsten konzentrieren wir uns hier anscheinend auf Mufflons und essen die gerne mit 6. Zu einem Wildschwein, zu einem Höhlenlöwen, zu einem wilden Pferd. Gesamtbevölkerung, ab 15 kriegen wir wieder 3 Punkte. Noch kein Räuber getötet. Und wir haben 3 domestizierte Tiere. Da können wir jetzt mittlerweile mal reingucken. Weil, seht ihr hier, da ist so ein Hund. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo der herkommt. Wir haben das erforscht, nichts gemacht. Und auf einmal haben wir Hunde. No? Hier ist einer, da ist ein Hund und hier ist auch ein Hund. Und die können wir schlachten. Und ansonsten helfen die uns bestimmt ein bisschen bei der Verteidigung. Aber später kriegen wir natürlich noch ein bisschen nützlichere Tiere. Also nahrungstechnisch gesehen. Oh, da donnert's nochmal. Wo ist der Speed hier? 8-fach. Da ist nochmal was passiert. 7 Punkte. Ne, wir können nicht forschen. Aber ja, was sagt ihr? Fünf Lagerhäuser und Feuer dann mit 200 Einwohnern circa. Viona schreibt relativ häufig hier im Chat, scheint das Spiel ganz gut zu kennen. Ja, aber wir sind noch weit entfernt von 200 Einwohnern, also glaube ich nicht, dass ich die jetzt schon bauen soll, diese großen Dinger. Aber gut zu wissen. Also später kommen da wirklich recht große Städte auch zusammen, die hier den ganzen Bildschirm einnehmen werden. No? Nee, Hunde werde ich nicht schlachten, keine Angst, lieber Chat. Monik Avatar findet das bisher ganz nice. Ja, ich finde es auch ganz gut, beziehungsweise ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Es ist, wie gesagt, noch in der frühen Phase. Das Spiel ist so noch nicht fertig, denke ich. Und, sie sind auf einem guten Weg. Lass mal ein bisschen abwarten, wenn ihr die Geduld habt. Oh, was geht mit den Bären? Das finde ich auch mal lustig, wie die hier so durchstapfen. Na? Gut zum Entspannen, sagt dies das. Wird wieder gefragt, welches Spiel das ist. Dawn of Man. Und ich habe euch alles gezeigt. Ich habe euch alle Bildschirme gezeigt. Ich habe euch natürlich jetzt nicht gezeigt, was noch mit 200 Einwohnern passiert. Aber das, ich meine, wahrscheinlich geht es euch da ähnlich wie mir. Jetzt fehlt es mir so ein bisschen an den Herausforderungen oder dem, was man machen kann. Gut, ich finde immer mal wieder irgendwelche Dinge, um die Forschungspunkte zu kriegen. Ne? Aber ansonsten wartet man eigentlich nur. Die Leute verhungern jetzt ein bisschen. Da müsste man mal gucken, ob man jetzt vielleicht anpasst das Jagdgebiet. Wir haben jemanden, der an Altersschwäche gestorben ist. Liegt jetzt da, wird gelootet erstmal von irgendwelchen gelootet. Die alte Frau, die da liegt. Die machen... Verabschieden die Dame nochmal, kleines Ritual. Ja, und liegt die da jetzt, oder? Ich glaube, Rechtsklick gibt es in dem Spiel auch irgendwie gar nicht. Na? Fällt mir gerade auf. Was ist denn jetzt mit der? Lass ihr die da liegen? Muss ich erst das Wegbringen erforschen, oder was ist hier los? Ansonsten kannst du die gerne essen.
Der Händler ist wieder da, steht hier, kann man anklicken, braucht man davon was? Gut, wir haben Hülsenfrüchte hier, die können wir so. Haben wir nur keinen Zugriff drauf. Brot, auch interessant. Stroh. Hm. Ha? Einfach liegen lassen. Futter für die Würmer, sagt Brother Strange. Irgendwann verschwindet die. Ja, Tatsache. Weg ist sie. Sieben. Ja, und dann wird das halt, ne? Irgendwann schreitet das recht langsam voran, oder? Also, was meint ihr? Habt ihr einen Überblick gekriegt von Dawn of Man? Für circa 20, 25 Euro zu erstehen. Auf verschiedenen Plattformen. GOG ist eine davon. Da habe ich das runtergeladen. Und ja. Gut, oder? Wollen wir mal eine kleine Werbung machen? Ich schalte mal zurück. Wir machen hier mal auf Pause. Das war Dawn of Man. Ich, zack, hallo. Oder von der Seite. Und, oh, warte, ich habe auch die GoPro. Und nochmal ganz kurz dazu. Dann seht ihr nochmal mein Setup. Das findet ihr bestimmt immer ganz spannend. So sieht das aus. Ich meine, da habe ich auch als Kind früher geträumt. Ne? So ein Arbeitsplatz, oder? Wie viele Bildschirme kann man da an die Wand knallen? Das ist doch mega. Oh ja, da denke ich, ich bin in der Zukunft. Das gefällt mir. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Werbung. Und dann sehen wir uns wieder mit einem anderen Spielchen. Welches das ist? Ja, es passt auch eigentlich ganz gut dazu. Und komm, wir machen das. Foundation. Spielen wir gleich nochmal eine Runde. Aber vorher in die Werbung und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich.